eher eine Anregung für ein Weihnachtsgeschenk. Weihnachten ist die dunkelste Zeit im Jahr. Aber wir ärgern uns nicht darüber, machen uns keine Sorgen, sondern zünden einfach ein Licht an. Wir machen das auch ganz selbstverständlich, wenn wir in einen dunklen Raum kommen und bemerken gar nicht das Wunder. Es ist unsere ganz private Sonnenwendfeier. Und genau das sollten wir immer in unserem Leben machen. Immer dann, wenn etwas nicht so ist, wie es sein sollte. Wir ändern es. Das Leben erwartet von uns, dass wir die Welt ein bisschen besser machen, als wir sie vorfinden. Dass die Welt durch unsere Anwesenheit ein bisschen besser wird. Weihnachten machen wir Geschenke. Warum nicht auch uns selbst? Schenken wir uns doch Achtsamkeit und Geduld. Und tun wir das, was wir tun, ganz bewusst. Und beginnen wir mit dem Loslassen. Lassen wir ganz bewusst alles los, was nicht mehr in unser Leben gehört. Da ist das Ärgern, das nicht hilft, keine Probleme löst, sondern alles nur noch Ärger macht. Oder sich Sorgen machen, das hilft keinem, belastet nur. Sorgen wir doch einfach dafür, dass wir uns keine Sorgen machen müssen, indem wir ändern, was nicht stimmt, helfen, wo Hilfe gebraucht wird. Lassen wir einfach alles Unwesentliche und Unvollkommene los. Und wenn wir das letzte Unvollkommene losgelassen haben, sind wir vollkommen. Seien Sie das Licht, das die Welt braucht. Schenken wir uns Bewusstsein und erkennen, das ist unser wahres Wesen. Und leben ganz bewusst in der Wirklichkeit unseres wahren Seins. Und wenn wir uns als Aufgabe gelöst haben, können wir den Blick heben und sehen, was die Welt braucht. Und dazu sollten wir in der Wahrnehmung sein. Noch besser, wir sind ständig online. Eins mit der Quelle, dem Ursprung, dem einen Sein. Und lassen uns von der universellen Weisheit führen und tun gleich das Richtige. Und plötzlich ist das Leben ganz einfach. Das ganze Leben wird zu einem Geschenk und zur Freude. Und wir haben uns das schönste Weihnachtsgeschenk gemacht. Wir sind bei uns selbst angekommen. Sind Sie bereit? Ich meine jetzt. Kommen Sie doch rein. Die Tür ist offen und Sie sind willkommen. Und natürlich brauchen Sie nicht bis Weihnachten warten. Sie können sich jeden Tag ein geistiges Geschenk machen, das Ihr Leben immer vollkommener macht, bis Ihr ganzes Leben ein vollkommener Ausdruck Ihrer eigenen natürlichen Vollkommenheit ist. Frohe Weihnachten!